Hallihallo, meine lieben Papas und Mamas, Mamas und Papas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, heute, ihr seht es vielleicht schon am Titel, geht es mal wieder um die Tonibox. Denn, meine Lieben, es gibt neue Reise- und Transporttaschen für die Tonibox. Zwei Varianten sind jetzt neu erschienen. Ich wollte euch kurz mal beide vorstellen. Relativ einfach, relativ easy, darum wird es auch kein langes Video. Nur damit ihr mal seht, was es gibt und was ihr jetzt damit machen könnt, wirklich mit diesen Transporttaschen. Es gibt zwei Größen, einmal UVP 29,99, 34,99. Ich würde sagen, wir fangen mit der kleinen mal an. So sieht jetzt das Design aus. Gibt es auch wieder in verschiedenen Designs. Ihr habt hier auch an der Seite wieder die Toni-typischen Öhrchen als Reißverschluss. Wir machen das Ganze einfach mal auf. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze von innen aussieht. So, ihr könnt die einmal ringsherum aufmachen. Und dann seht ihr schon, ihr habt hier einmal komplett Platz für eure Tonis. Ihr könnt es einmal nach unten aufklappen. Und ihr könnt es dann nochmal zweifach ausklappen. Seht ihr, wir haben hier in der Mittelbox Platz für die Tonis. Wir haben einmal hier Platz für die Tonis und einmal hier. Und hier die Taschenhalterung ist im Endeffekt so ein, wenn ihr es jetzt auf den Tisch stellt, dann könnt ihr hier die Tonibox reinpacken. Hier die Tonibox draufstellen und das quasi wie so ein Theater drumherum bauen. Roundabout würde ich sagen, 4, nochmal 4 sind 8 und 10, 11, 12, 13, roundabout 14 Toni-Figuren meines Wissens, so wie ich das jetzt gezählt habe, müsstet ihr hier reinkriegen, zweimal umgeschlagen, zugepackt, einmal zur Sicherheit den drüber, die Box wieder zugeklappt, einmal Reißverschluss zugezogen. Hier oben haben wir noch einen schönen Henkel. Auf der Rückseite natürlich auch noch Motiv. So sieht das Ganze aus. Wichtig zu wissen, meine Lieben, da könnt ihr nur die Tonis transportieren. Bei dem anderen Modell hier habt ihr noch die Möglichkeit, die Toni-Box mit reinzupassen. Dafür natürlich ein bisschen reinzupacken. Dafür natürlich ein bisschen weniger Platz für die Tonis. Hier haben wir das Ganze dann auch mit Umhängegurt. Auch hier sind wieder die Toni-typischen Reißverschlussöhrchen. So sieht das aus. Hier oben habt ihr Platz für 6 Tonis. Und dann seht ihr schon, hier unten könnt ihr dann die Tonibox reinpacken. Und hier könnt ihr die Ladekabel rechts und links reinpacken. Und was ist das Besondere an der Tasche? Das zeige ich euch auch. Denn ihr könnt hier vorne nochmal einen Reißverschluss öffnen. Und dann habt ihr ein Loch drin. Und das passt perfekt für den Lautsprecher der Tonibox. Das heißt, ihr könnt sie dann mobil über Akku auch ganz normal betreiben und habt dann halt keinen Dämpfer durch die Tasche, sondern hier vorne kann der Ton rauskommen. Finde ich, ist eine süße und nette Idee. So kann man halt auch bei der Fahrt mit Akku ein bisschen hören, hat aber trotzdem alles hier drin sicher verstaut. Ihr könnt es noch ein bisschen variieren von diesen Schutzwänden, die sind per Klett. Die könnt ihr rechts oder links noch ein bisschen größer oder kleiner machen, wenn ihr das wollt. Ansonsten wieder zugeklappt. Auch hier noch einmal das Design. Hier haben wir jetzt für Jungen das Raketendesign. Auf der Rückseite auch wieder mit Sternchen. Umhängetasche, große Halter. Und hier habe ich, wie gesagt, das Mädchendesign genommen. Hier ist das Ganze auch ein bisschen härter von der Verpackung. Das ist eher hier so soft. Könnt ihr so flauschig, flauschig. Während das ein bisschen härter und ein bisschen stabiler ist. Also rein für die Toni-Figuren schützt das natürlich schon besser. Aber wenn ihr alles dabei haben wollt, ist mit der Tasche natürlich dann auch alles drin. Meine Lieben, kurz und knackig. Das soll schon soweit gewesen sein. Habt ihr noch Fragen zu den Taschen, schreibt sie mir wie immer gerne unten in die Kommentare. Aber ich denke, es ist relativ überschaubar, relativ einfach. Ich wollte euch nur mal zeigen, was es da jetzt so gibt und wie das Ganze auch mal ausgepackt ist. Wenn euch das Video soweit geholfen und gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.